Einen Tag nachdem sie eine Sitzung des Geheimrats absagen musste, befindet sich Queen Elizabeth II. Unter ärztlicher Beobachtung. Wie der Buckingham Palace mitteilte, machen sich die Ärztinnen Sorgen um die Gesundheit ihrer Majestät. Ihr Sohn Prinz Charles und ihr Enkel Prinz William seien unterwegs, um bei ihr zu sein. Noch am Dienstag hatte die 96 Jahre alte Monarchin die Machtübergabe an die neue Premierministerin Liz Truss in ihrer Sommerresidenz in Schottland, Schloss Balmoral, geleitet. Truss schrieb jetzt auf Twitter, das ganze Land sei von den Nachrichten aus dem Buckingham Palace betroffen. Elizabeth feierte im Juni diesen Jahres ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Noch nie saß eine Monarchin oder ein Monarch länger auf dem britischen Thron.